Herzlich willkommen, schönen Freitagabend. Die erste Frage, was ist ein Deppenschlag? Du, aber eben, dass einer daneben schlägt, egal wie auch immer, beim Fechten, in einer Streiterei, der Deppenschlag. Der ihn nicht trifft. Ja. Ja. Oder es ist beim ich bin beim Essen. Okay. Na, pass auf, ich wirklich. Günther, du hättest es nicht extra erwähnen. Jetzt bin ich gerade nicht beim Essen, aber das Thema Essen. Ja. War zum Beispiel, du musst den Schlag, den muss man ja so schlagen. Kennst du das, ja? Ja, ja, der Schlagobers. Was? Schlagobers, ja. Schlagobers. Sahne, wie der Deutsche sagt. Ja, ja, die Deutschen sagen Sahne, wir werden ja auch in Deutschland gesendet. Ja. Sahne, ja. Gesendet und, nicht, aber gesehen. Bitte? Gesendet nicht, aber gesehen. Ja, gesehen, ja. Gesehen. Dann muss man vorher senden, dann sieht man es. Aber ja, gemeint, aber ich bin schon wieder. Ne, was dann Fefe ist so, du schlagst, ja. Und normal ist es so, du hörst auf, wenn er fest ist. Und der Deppenschlag ist, wenn es kurz vorher aufhörst, du drehst ihn um und alles fällt aus. Das ist ein Deppenschlag. Wunderbar, ich glaube, der kriegt mal. Ja. Ich weiß nicht, was Song Contest für die Cheerleader. Ich weiß nicht, ob das gut fliegt. Nein, es fliegt nicht gut. Ja. Soll ich es aufheben oder soll ich es liegen lassen? Ich bring's dir dann beim Ding der Woche. Ja. Also darfst du das nicht abbekommen, oder was? Ich wollte dich eben nicht in eine ungute, peinliche Situation bringen. Du, wenn's die Helix, kriegst du das schon. Das also ich nehme mal an, dass sich der Begriff nicht 1:1 eben für die deutschen Freunde als Idiotensahne übersetzen ließ, oder? Ist nicht, oder? Nein. Aber ich habe eine Vermutung, Schlag ist ja auch ein Begriff aus der Weberei. Ja. Aha. Also, dass das vielleicht eine spezielle Form des Webens ist. Ich weiß nicht, du brauchst mir nicht sagen. Wie verzweifelt er versucht, Niveau in diese Sendung zu bekommen. Weberei, er war beim Essen, aber erst Weberei. Okay, was ist das Lage der Weberei? Bei Ikuten bin ich schon ausgestiegen. Bei was? Bei den Ikuten. Ikuten? Nein, wurscht. Ja, wir haben das deutsche Version erklärt. Idioten. Also Idiotensahne. Ja. Idiotensahne, hat er gesagt. Ich bin wirklich ein Trottel. Ich bin ein Trottel. Nein, das Idioten. Günther, schau, das ist ein Trost. Wir sammeln heute alles auf einem Haufen vor deinem Platz. Ja? Wenn wir einen Deppenschlag verdient, dann bist du das. Du hast echt Ikutensahne verstanden. Ich knuten immer, denkt, was ist das? Na, der Leo ist ja ganz gescheiter. Ja. Dabei hat er Idioten gesagt. Das hätte ich auch verstanden. Also, wenn man Bäume leider fällt, heißt leider. Es ja auch. Ja, leider. Naja, wenn du ein Wohnzimmer brauchst, musst du einen Baum. Nein, du kannst einen Plastiksessel sitzen. Ein Wohnzimmer. Das ist schön. So leider. Wenn du den Leiner in Oberösterreich mit der Axt im Wald schickst, was? Er braucht ein Wohnzimmer. Ich brauch meistens eine Küche. Ja. Okay, also du meinst, wenn man einen Naja, Baum... Bäume werden ja auch geschlägert. Geschlägert, ja, ja. Genau. Mhm. Und da gibt es ja dieses, wenn man dann reinhaut und er fällt um, muss man rufen. Und Timber. Dann ruft einer nicht und dann fällt der Baum... Auf den Deppen. Der ist nicht rechtzeitig erwischt. Dann war das der Deppenschlag. Ja. Aber war man schon im falschen Schlag irgendwo richtig? Bei Waldschlägerungsarbeiten wird ja immer großräumig, glaube ich, irgendwo abgesperrt und so. Das ist immer das kanadische, das berühmte Timber. Ich glaube, bei uns sagen sie Baum fehlt. Ja. Das stimmt. Könnte sein. Jetzt, wo du es sagst, aber mir ist das Deutsche nicht eingefallen. Ja. Wir werden ja in Deutschland gesendet. Ja. Nein, aber wir werden nur gesehen dort. Ich weiß, möchte nicht. Okay. Bernie! Ja, ich bin auch noch da. Ja, sag. Ich weiß es. Was? Ja, Bernie. Achso, nein, jetzt weiß ich schon. Nein, sag's Bernie. Nein, das ist der 13. Jahre. Ich glaube, das ist weiß und erst zweimal hat es wirklich. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich ein Sportart ist, aber gibt es Extremglöcklern? Also. Wenn du der Glöckner bist und. Was ist Glöckner? Der Glöckner von Notre-Dame. Und du musst extrem schnell, aber die richtige Anzahl. Ja? Aber da müsstest du dann schon, viel. Wenn es ein Extremsportart sein soll, ich weiß, worauf du hinaus willst, dann müsstest du ein neudeutsches Wort dafür finden, weil die heißen ja immer so, weißt du, Bungee-Jumping und das sind sehr ja Englisch. Deutsch, ja, sehr deutsch. Neudeutsch, habe ich gesagt. Ja, natürlich. Wir werden auch in Deutschland gesendet. Erzähl mal laut. Also du müsstest dann.
Extreme Tolling. Extreme Tolling. Red Bull Super Bale Sam. Ja, ich meine, Schwammerl suchen als Extremsportart ist einfach Mushroom Searching. Und das ist, so musst du da denken. Ich muss nochmal drüber nachdenken. Ja. Bitte, denk nochmal drüber nach, komm dann wieder zurück zu dir. Uli, du weißt es. Nein, ich sag nur eine Sportart noch: Rudern. Da gibt es einen Schlag. Und der, der daneben schlägt, macht den Deppenschlag und das Schiff geht statt dorthin dahin. Fast? Ja, es geht dahin, nicht dahin. Nicht so schlecht. Aber es hat mit dem Ruderschlag. Es hat mit Kanuten zu tun. Mit Nutten? Nein, hat er ja gesagt. Mit Kana. Kanuten. Sowas hat noch Kanuten zu mir gesagt. Entschuldige, was war das? Das ist ein Ziegelstein in Form eines, was ist das? Müsli-Riegel. Was ist das? Was gestern haben sie einen Willi-Liter Schlang mit einem Müsli-Riegel. Was hat das mit Song-Contest zu tun? Was hat das mit Müsli-Riegel, was? Ja, aber ein ukrainischer. Deswegen ist ja, er so. Ja, das ist eine ukrainische Süßigkeit anscheinend. Ja. Bist du deppert? Das habe ich nicht gewusst, dass das so schwer ist. Habe ich da wehtan? Nein. Bleiben wir bei Kanuten. Bei den Kanuten. Kanuten. Ja, also ihr wisst, was das ist? Ja. Jawohl, genau. Der Deppenschlag ist, wenn er es in der Mitte macht. Was du angedeutet hast, ist, glaube ich, cool. Kanu ist das nicht so? Nein, das ist Kajak. Kajak, danke. Das ist Kajak, danke. Vollkommen richtig. Danke. Kanu, deswegen habe ich gefragt. Ja? Ja, aber schau, es ist so. Du siehst ja manchmal also wirklich Kanuten, die dann so rudern, aber das ist ja extrem kraftaufwendig. Deshalb, das ist nicht effektiv vor allem. Nicht? Ja. Also, deswegen gibt es Kanuten und das ist die große Kunst, wenn du auf einer Seite ruderst. Aber was passiert, wenn du nur auf einer Seite ruderst? Ja, du biegst ab. Du musst dann immer dieses Korrigieren am Schluss machen. Dann. So ist. Ja, das ist jetzt immer bei der richtigen Antwort. Ja. Genau, weil da gibt es ganz bestimmte Schläge von den Profikanuten, die auf einer Seite das trotzdem gerade und trotzdem gerade fahren. Ja. Und dann gibt es einen, und das ist der Deppenschlag, weil der ist ganz einfach zu merken. Du ruderst und dann eine Seitwärtsbewegung, um so quasi die Linie zu halten. Und das ist so einfach, aber auch halt nicht so effektiv wie die Profischläge, aber leichter zu lernen. Und deswegen nennen das die Profikanuten, naja, probier's mal mit dem Deppenschlag. Sehr schön. Okay? Genau, da haben wir's. Am Animal Research Institute in Queensland untersuchen die Wissenschaftler nämlich neuerdings mit besonderer Begeisterung die Verdauung von Kängurus. Und ich möchte wissen von euch, warum? Die Verdauung. Nicht das, was, sondern das, was innen drin passiert. Ja, genau das ist vielleicht die Verdauung. Weiß ich das passiert innen drin. Aber es kommt ja bei der Verdauung auch was raus. Und dann hätte es sein können, dass ja, man das... Ja, aber dann würden Sie sich so quasi mit den Exkrementen beschäftigen. Richtig, Herr Lehrer. Da ist Verdauung drin. Warum habe ich ja Verdauung gesagt? Vielleicht... Dann meine ich auch Verdauung. Essen die was Bestimmtes, was die Verdauung fördert. So, bravo, aufgelöst. Danke. Haben wir es geklärt. Perfekt. Ja. Perfekt. Ja, das war's. Fertig. Unglaublich. Geht gut. Schon. Nächste Frage. Also jetzt. Wieso? Und das war's noch gar nicht. Nein. Ich hör meine Hosen. Ich glaub, du hast das aufgelöst. Das kann ja nicht gewesen sein. Aber warum beschäftigen Sie sich mit der Verdauung? Also Sie beschäftigen sich dann so quasi mit einem Prozess, der während der Verdauung entsteht, der für uns Menschen ein bisschen unangenehm ist. Ja. Die Blähungen lasst sie hüpfen. Ein ja. Mit Füßenantritt. Das ist gar kein Springen, was die Kängurus machen. Das ist ein durch Flatulenz hervorgerufenes Kitesurfen. Ja. Mehr ist es nicht, aber es ist super. Ja. Da gibt es jetzt auch die Känguru-Kraftwerke. Da waren die am Springen gehindert, aber es wird alles eingefangen. Das ist alles Methylgas und die ganzen Australier. Ja. Methan meinst du? In Zukunft. Methan. Ja, mein kein Problem. Wieder der Alkohol. Ja, sie brauchen auch einen harten Untergrund. Wenn sie zum Beispiel in Australien irgendwo in der Wüste stehen und dort springen wollen, haben sie nur unter sich eine Riesenkuhle.
Naja, blast einfach nur den Sound weg, verstehst? Also, wie bei der Rakete. Ja, ja, urfeindlich. Bringen gar nicht, müssen dann auch wahnsinnig botschert so wieder gehen, bis harten Untergrund haben. Ja, ja, aber ich glaube deswegen, weil Kängurus währenddessen, und wenn man genau schaut, sieht man es genauso dreinschauen wie wir. Na, vorher, kurz vorher. Ich weiß nicht. Gut. Ja, genau. Das ist so wie im Aufzug, ne? Er hat gefurzt und sagt zum anderen Dreckschwein. Ja. Du hast vollkommen, ist genau der, ich weiß nicht. Aber deswegen versuchen Sie alle biochemischen Vorgänge, die es da gibt in so einem Verdauungsmagen eines Kängurus, nach Gerüchen wirklich abzudecken und zu katalogisieren, weil das eine beliebte Ausrede in australischen Familien ist. Das war das Känguru, ne? Wenn wieder. Und wenn einer am Fahren lässt, wieder. No, Känguru vorbei, okay. Ja, und damit diese Unart. Ja, Vorsicht, geh weg. Ja. Da gibt's keine Ausrede mehr. Wenn der Kapitel Eukalyptus dabei ist, weiß man, okay, das war dann doch der Hausherr. Ist es nicht bei uns so, wenn man rülpst, dass man dann nachher so irgendein Schulz macht oder so ähnlich, dort macht man dann immer Skippe. Das Skippe. Ja. Nein, aber das heißt ja bei uns einen Koffer abstellen, ja, und dort einen Känguru parken, oder? Ja, genau, einen Känguru parken. Jetzt pass auf, ich sag, einen okay, du, und dann muss ich auf den Klaus noch was zurückkommen. Bitte sag, muss ich auf den Klaus zurückkommen. Ja. Der Klaus hat das richtige Wort, das mit der Antwort zu tun hat, schon genannt. Ich weiß es, glaube ich. Es wird immer lustig, wenn die Uli sagt, ich weiß nicht. Du täuscht dich nicht manchmal, was schon Einmal in zwölf Jahren. Jetzt kommt das zweite Mal. Wir essen ja leider, also ich nicht, weil ich bin ja Vegetarier, aber wir essen ja so viel Fleisch. Ja. Und die Rinder machen ja so viel, was dann die Umwelt verbessert. Du meinst das ja Methan. Methan, ja, mehr als Autos. Natürlich, das ist vollkommen richtig. Ja. Es wird gefährlich. Die Uli sagt vielleicht zum zweiten. Und die haben was drinnen, was nicht gefährlich ist für die Umwelt. In ihrem Gaxi-Wind. Nein, es geht um die Flatulenzen. Und es geht tatsächlich, es gibt ja Millionen von Schafen in oder Rinder oder wie auch immer, die Schafe, Umwelt verbessern. Aber wenn die Schafe rülpsen, wird ganz viel Methan freigesetzt. Mehr als Autos, Schau mal, was in Neuseeland an Schafen rumrennt. VW hat die gekauft wegen... CO2-neutrale Kängurus. So. CO2-neutrale Kängurus. Aber wenn die am Prüfstand sind, dann furzen sie anders. Ja, das ist richtig. Das ist alles manipuliert. Man muss den Chip zuerst rausoperieren. Holen Sie sich zurück. Nein, Uli, das ist gar nicht blöd. So, aber jetzt kommen wir, die Furzforscher, die Wissenschaftler, die schauen sich jetzt an, was ist beim Känguru anders, wie bauen die Verdauung anders um, dass das nicht so giftig rauskommt? Nein, das ist, wie erzeugen die ihre Flatulenz? Naja, das ist das Gleiche, nur in meiner Sprache. Nein, genauso. Aber der Unterschied bei der Flatulenz... Ist gut. Wir reden hochwissenschaftlich. Absolut. Ich finde es großartig. Nein, das schädigt die Umwelt. Warum glaubst du, hat Australien so ein großes Ozonloch? Natürlich. Wegen den vielen Rinderherden. Ja, wir sind quasi das Greenpeace des ORF jetzt gerade. Aber stimmt das, was? Es ist richtig. Also ich muss wirklich sagen, aber langsam. Es ist kannst du das noch einmal sagen? Ich hab's verstanden. Ja, es ist doch. Kängurus ernähren sich ziemlich deckungsgleich mit dem, was Schafe, Kühe, Rinder, was die fressen. Ja, so. Der Unterschied ist nur, dass sich in den Flatulenzen der Kängurus kein gefährliches Methan befindet. Und jetzt wollten die Forscher wissen, warum ist denn das so? Und es geht um ganz bestimmte Bakterien, die sich in den Mägen der Kängurus befinden. So, und jetzt hat man sich gedacht, wenn wir diese Bakterien auch unseren Schafen, unseren Kühen und so weiter verabreichen können, können wir vielleicht den Methangehalt bzw. Methan komplett eradizieren. Und darum geht es bei dieser Furzforschung bei den Kängurus. Und ich würde fast sagen, der Osterhase, das ist das zweite Mal in 12 Jahren. Ich werde nie mehr lachen, wenn du sagst, ich weiß es. Ich schon. Okay, Uli Bambol! Ihr kennt ja diese Artikel in den Zeitungen, die beginnen, wie Wissenschaftler jetzt herausgefunden haben. Und die untersuchen ja wirklich die eigenartigsten Dinge. Also ein paar Biologen haben jetzt wirklich wahr, das Sexualverhalten der berühmten Fruchtfliegen erforscht.
So. Kennt ihr Fruchtfliegen? Habt ihr alle? Ja, ja. Sommer, Gemüsekorb und. Sexualfalt oder Fruchtfliegen? Was du? Wenn du das Sexualfalt hast mit der Fruchtfliege, kriegst du das nicht mit. Obstmuckerl, wie man sagt. Obstmuckerl, genau. Ja. Also, ist nicht lästig, aber die haben ein Sexualverhalten. Und das haben sich jetzt die Biologen näher angesehen, also ein paar Biologen. Und ich möchte von euch jetzt wissen, wie reagieren männliche Fruchtfliegen auf sexuelle Zurückweisung von Weibchen? Sie essen einen Apfel. Okay. An apple a day keeps the ladies away. Ja. Viel Zeit haben die ja nicht. Die leben ja nicht so lange, oder? Nein, das sind ja nicht Eintagsfliegen. Sind nicht die Eintagsfliegen, leben die nicht auch ganz kurz? Ich weiß, was sie machen. Was? Sie blockieren sie auf Facebook. Ja, er war sehr gut, finde ich. Aber es ist ein Wahnsinn. Ich ganz kurz, ich mein, bis du so ein Bild einmal zusammenbringst, dann, glaub ich, dann musst du ja ewig irgendwie mal warten, bis die das. Also das ist, nein, die machen das den ganzen Tag. Nein, du musst nicht lang warten. Nein, das stößt ein bisschen Obstteams. Nein, ich habe was geglaubt. Bei den Fruchtfliegen geht's ab. Ja, das ist ja, auch wie fahrt man es denn biologisch? Gibt's eine eigene Fruchtfliegen-Pornoseite im Internet. Ja. Alles runtergeladen. Ja, kenne ich. Flyporn. Nein, fruitflyquickie.de. Sie bewerfen die Dame, die sie zurückgewiesen hat, mit frischem Obst. Weil die stehen ja nur auf vergorenes oder so in Auflösung befindlichem Obst. Nein, das ist gar nicht. Ja, wann sind sie da? Wenn das Ganze irgendwie so ein bisschen zum Safteln und zum Mirteln anfängt, dann kommen die Fruchtfliegen. Also, wir bewerfen die mit Obst jetzt. Aber das möchte jetzt mit frischem Obst. Ja, aber wie? Glaubst du, dass die so kleine Frucht einen Apfel in den Tee nimmt? So, du blöde Leppade. Das ist nicht meine Aufgabe. Das. Ich bin nicht der liebe Gott. Ich habe nur versucht, eine Antwort zu geben. Du bist so böse. Nein, überhaupt nicht. Es ist ganz einfach. Ich glaube, es ist ganz einfach. Es werden ja viele männliche Fruchtfliegen zurückgewiesen und die tun sie dann zusammen in so Gesellschaften, wo sie dann eben bis sie einfach nur sind, dass den Apfel daheim. Also was? Die zurückgewiesenen Männer. Genau. Ja. Ja. Also du meinst, sie machen eine Selbsthilfegruppe? Ja. Okay. Also Fruchtfliegen Selbsthilfegruppe. Ja. Genau. Bis so alle so viel sind, so stark sind, dass ein Apfel daheim genau. Und einer rennt dann hin. Alle daheim und einer sagt, warte, schmeißen. Naja, die Frage ist, rächen sie sich am Weibchen oder sind sie so erschüttert, dass sie irgendwas, irgendeine autodestruktive Handlung verüben? Selbstmord. So, der Autotest. Euch. Ja, sie zerkratzen den Lack vom Auto. Autodestruktiv. Es gibt beim Auto nicht nur Probleme mit Marder, sondern auch mit Fruchtfliegen. Selbstverständlich. Aber vielleicht, ich habe Verdacht, vielleicht... besprühen sie dann die Auserwählte, die nicht auserwählt sein wollte, mit einem bestimmten Duft, damit die anderen Jungs wissen, na, die ist zickig, bei der geht nichts. Aber das wäre Rache. Das wäre Rache. Ich glaube ja. Viktor Gernot hat uns gerade eine Anekdote aus seinem Leben erzählt. Ich glaube, die geben da nicht auf. Wenn die Fruchtfliegin, weiß ich, wie ich sagen, der Fliegöse, sagt, nein, mag ich nicht jetzt. Was tut dann er? Das möchte ich ja von euch. Er fliegt zur nächsten. Geht er. Ja, aber da muss er. Frage gelöst. Super. Schön. Knackig, wunderbar. Mit der Bemerkung, glaubst du, bist die einzige Zwetschgen da auf deinem Fruchtfliegen? Genau. Sagt auch andere Mütter schöne Eier, sagt sein Hüchen. Nein, ich glaube, die sind wirklich so verzweifelt, dass sie sich dann, also ich finde die Selbstmordthese sehr schön. Aber vielleicht macht er das, indem er dann, ich weiß nicht, so viel Zitrone isst, bis ihm einfach diese Zitrussäure, die eingeweiht, also so eine Art... alles zusammenzieht. So viel vergorenes Obst, dass er besoffen ist. Er betrinkt sich. Aus Frust betrinkt er sich mit dem vergorenen Obst. Er schließt schon wieder von sich auf andere. Und es ist richtig.
Das ist richtig. Ja! Oh mein Gott, ich bin eine Fruchtfliege. Ja, langsam komme ich aber wirklich dahinter. Tief im früheren Leben muss der Fruchtfliegen gewesen sein. Ich muss in meinem früheren Leben ein Fruchtfliegen gewesen sein. Ja. Deine Eltern wollten es dir nie sagen, aber du bist adoptiert. Es funktioniert. Ich wollte nämlich jetzt schon sagen, dass eigentlich ein Teil der Antwort, der richtigen Antwort schon gegeben wurde, weil du bist schon einmal mit diesem vergorenen Obst dahergekommen. Ja, ja? Ja, natürlich, da bildet sich leicht Alkohol und die werden tatsächlich, wenn sie abgewiesen werden, die männlichen Fruchtfliegen, fliegen sie zum vergorenen Teil schon mit leicht alkoholischem Inhalt und um sie einfach... Ja, die verdrängen ja nichts. Die verdrängen. Da reicht ein bisschen was. Da reicht ein bisschen was Vergorenes und das geht schon ab. Die verdrängen ja nichts. Der Trunk des Vergessens. Genau so ist es, ja. Ja, und wenn er dann nachher noch heimfährt, dann ist wirklich autodestruktiv. Ja. Gib den Fruchtfliegenschein auf. Ne? Zack, zack. Ja, ein kleiner Dreiviertelmann. Ja. Was ist eine Grünlücke? Wenn Rapid nicht mitspielt in der Meisterschaft. Und das ist wahrscheinlich das Ende. Der Fachausdruck für Schnittlauch zwischen den Zähnen, oder? Oder Petersö, ja. Die Grünlücke. Bei dir schaut es aber mehr sexy aus als bei ihm. Das ist sexy? Ja, total. Na, bist du. Ich habe dich selten so sexy gesehen. Muss selten. Ich mal ausprobieren. Ja, merkt er das? Lass dir das Bandel kommen. Ja, ich hab's mir dann daheim an. Das Bandel. Das Bandel, ja. Es könnte auch was zu tun haben mit dem Straßenverkehr, oder? Ja. Dass, wenn sozusagen lange es rot war und es kommt dann aber nicht grün, sondern eine andere Farbe. Violett. Ja, ist wahrscheinlich die Grünlücke das geringste Problem. welche Farbe würdest du mir... Violett, ich weiß nicht, komm ich vorhin. Ja. Weiß man nicht. Okay. War das nicht lustig? Oh ja. Ich fand's lustig. Nein, das war großartig. Ja. Nein, wirklich, das ist so. Immer, hey, also, Einstieg. Ist das schon das Ding der Woche jetzt, oder? Nein, das ist noch nicht das da Ding. Da haben wir mehr Schass. Das sage ich ja. Grünlücke ist in einer umweltfreundlichen Stadt, wo da gibt es keine Parklücke, sondern eine Grünlücke. Also statt am Parkplatz an Rasenfläche. Weil es gar keine Autos mehr gibt. Genau. Mhm. Aber wofür gibt es dann Straßen? Wegen einem Pferd. Wenn man das dass dann auf der Grünlücke kurz parken darf. Genau. Und dann geht der ganze. Grün steht ja auch für gesund und bio zum Beispiel. Ja. Und es gibt oder Speiben, ja. Für Speiben? Und dann schlecht ist mal grün. Okay, nein, komm, lass mal bitte. Erst grün und bio. Grün und bio. Nein, ich wollte mal sagen, grün und bio. Und vielleicht, wenn man sich jetzt schon ganz lang so ernährt hat, die Körndeln und so weiter. Ich kenne es im Kindergarten, wo die Mütter dann sagen, alle zwei Wochen gibt es eine Süßspeise am Plan. Das ist mir nicht recht. Der Valentin isst keinen Zucker. Und dann ist das ein Bio-Apfelstrudel mit Dinkel, wo man denkt, Alter, ich meine, das muss doch noch möglich sein. und danke. Das kriegst du rüber, da ist nämlich wirklich. Das traue ich mich nicht werfen. Vor allem, wenn du es mal aufmachen möchtest. Oder? Und die sogenannte Grünlücke ist nämlich das Beste, dass unsere Mütter dann die Kinder von diesem ganz pädagogischen abholen, mit ihnen zum Markt gehen und Krapfen fressen. Und das ist die sogenannte Grünlücke, weil jetzt sind wir die Heroes und die Bad Cops sind nämlich die Pädagogen. Ja. Sehr schön. Danke. Oder Die Grünlücke ist einfach der Winter. Weil im Sommer tut man grün, im Winter nicht. Grünlücke. Aber wir hätten die andere Version. Hey. Thomas, bitte, Thomas, mach. Oder es ist etwas, was man so als interessierter Zeitungleser dann gelegentlich, so sitzt du beim Frühstück und lest so die Zeitung und dann fragst du irgendwann dein Frühstücksgegenüber, gibt es eigentlich die Grünen noch? Ich wollte gerade sagen, wenn Van der Bellen dann irgendwann nicht mehr Bundespräsident sein wird in 12 Jahren und wieder dann, bevor der nächste Grüne in die Hofburg kommt, ist das die Grünlücke. Lange Grünlücke. Oder ich wollte auch das kurz aufgreifen, was die Kollegin Strasser gesagt hat. Vielleicht ist die Grünlücke einfach der Fachausdruck für den Mund von Veganern.
Ja. Achtung, einmal. Oh, tut das gut, so leid. Aber dann kriegst du noch diese Brille. Was bei uns sozusagen Suppenschlitz heißt, ja, war ja beim Veganer die grüne Lücke. Ganz kurz, man merke, er ist zum ersten Mal da, er holt sich's wirklich noch. Ja. Das ist, man merkt eindeutig, dass er zum ersten Mal da ist. Er ist sehr kooperativ. Ja, wirklich. Das war eine super Antwort. Ich habe ihm auch gesagt, dass er nachher feucht aufwischen muss. Das ist am Anfang so, gell? Ja. Was? Haben wir alle gemacht. Ja, wenn man dann bei alle fasst, dann muss man aufwischen. Ja, fein ist es bei euch. Die Grünlücke wäre die das Grünlücke. Problem ja, der die Minute. Die Grünlücke sind die Linien beim Rasen. Die Linien. Die Linien beim Rasen? Ja, das ist die Grünlücke, das ist eine Weiß. Das ist eine Grünlücke dann. Was beim Rasen, Fußballrasen. Fußball. Ja, okay, na gut. Ich bin beim Sport wieder mal. Ja, das ist ja so naheliegend bei dir. Und das ist die Grün. Ja, aber wenn du mal Rasen musst du vom Fußballfeld, also vom Fußballrasen. Das Grün, man sagt ja, das Fußball, sagt man das Grün. Ah, sagt man das Grün? Oder? Sagt man nicht? Golf, das ist beim Golf, mit dem kleinen Ball. Genau, das ist das. Golf. Golf. Genau, beim Golf. Das ist ja der Grund. Das ist aber der Grund, warum du nicht golfst, was keine 10 anderen findest, die mit dir spielen, gell? Die Grünlücke ist das Loch im Grün. Die Grünlücke. Da? Ja. Ja. Wenn sie da beim Golf spielen sagen, stell dich ins Goal, mach's nicht. Schießt du in Alpha. Es hat mit Physik zu tun. Das Spektrum von Rot nach Blau und irgendwo dazwischen ist grün, die Lücke. Aha. Spektrum. Ja, das ist wirklich eine heiße Spur. Es ist eine verdammt heiße Spur. Die Pflanzenphysiologie. Habt ihr euch schon mal gefragt? Photosynthese. Ja, warum ist das Gras grün? Da weiß der liebe Gott so gut. Damit sie Viecher leichter finden. Die Grünlücke ist jener Bereich der Wellenlänge des Sonnenlichtes, ja, da sind wir bei dem, was du gesagt hast, die außerhalb des Absorptionsspektrums von Chlorophyll liegt. Ich habe mir nicht getraut, Absorptionsspektrum. Absorptionsspektrum. Allah für dieses Wort. Bravo. Das liebst du deinen Job, gell? Dass du das dann uns so hinschmettern kannst. Natürlich. Aber Spektrum kann man jeder sagen. Ja, aber Absorptionsspektrum? Was? Absorptionsspektrum. So. Dann verdienst du sein Brot nicht leicht. Üb das einmal 4 Tage vorher. Eine Woche. Spektrum. Eine Woche habe ich angefangen. Nein, und das Chlorophyll. Füll. Jetzt. Das Chlorophyll. Das ist aber nein, Chlorophyll. Chlorophyll. Absorbiert das Licht außerhalb dieser Grünlücke. Und deshalb sind für unsere Augen Blätter und Gräser grün. Nein, und eigentlich sind sie orange, oder wie? Nein, eigentlich sind die sind eigentlich rosarot, aber nein, für das, uns schaut das andere behalten sie sich. Und das andere die Kuh sitzt, die geben nur das Grün her. Genau. Ja. Die Kuh sitzt ja anders. Die Kuh sitzt rot wie Fleisch. Für die Kuh ist Gras. Du bist ein Steak. Es gibt sicher Tiere, bei denen das nicht grün ist. So, Tierinner. Schönen guten Abend, liebes Rateteam. Ich bin der Paul aus Wels in Oberösterreich. Und die heutige Frage lautet, wer oder was ist der Fingerfahrer? Der Fingerfahrer? Der Finger was? Der Fingerfahrer. Da bin ich nicht dabei, bei solchen Schweinereien. Sag ich. Nicht einmal heute bei der Redaktionssitzung, kein einziger Mensch wäre bei Fingerfahrer auf was Schweinisches gekommen. Oder ist das ein neuer Ausdruck im Duden, seitdem es iPads gibt? Fingerwischer. Ja. Eher, das sind nicht Fahrbewegungen, das sind Wischbewegungen. Das finde ich also, nicht, ich fahre. Fingerwischer. Nein, es ist, mit Fahren wirst du nicht viel weiterkommen am iPad. Nein. Du wirst eher wischen müssen. Aber das ist wirklich, machen Sie eine typische Handbewegung, ist die Generation von Hand, also ohne Hand. Aber na geht. Deswegen ist mein Display so verschmiert. Das muss man ja sagen. Na, wie man es gelernt hat, nicht? Ja, bei mir. Ich habe auch. Ja, aber hat mir das normale Buch, machst du ja so. Ja, eh. Ja, eh. Tust du. Das Buch. Nein, aber beim iPad brauchst du nur wischen und nicht vorher befeuchten. Aber das Schau. Super ist, hast du schon mal Kinder so in so Vorschulalter gesehen, wenn sie irgendwie so ein Bilderbuch aufmachen und dann machen sie irgendwie so?
Ja. Gibt es Kinder, die wollen das Bild zoomen? Bei einem ja, bei richtigen Papier. Du, das passiert mir auch. Also nicht bei Bilderbüchern. Oliver. In meinem Auto, ich habe schon ein älteres Auto und da ist ein Navigationssystem aus Anfang der Nullerjahre. Und ich habe letztens im Eifer wollte ich das größer machen und habe wirklich auf das Display von der Navigation und wollte zoomen auf der Karte. Das ist nicht gegangen? Dein Auto kann das nicht? Nein, mein Auto kann das nicht. Das ist schon ein altes Navigationssystem, was hast du für eine Stimme? Otto Schenk? Oder was ist das? Raul Aslan. In 300 Metern bitte rechts abbiegen. Das wäre aber toll. Gute Idee. Lass dir das sofort patentieren. Ich habe eben gar keine Stimme, weil die Stimme habe ich abgedreht, weil die macht mich nervös. Stehen bleiben, du Funzen. Die Stimme redet immer rein und macht das Radio leiser. Und ich will aber dann was hören. Aber wenn du das abdreht hast, ist er sicher nicht Otto Schenk, weil wenn Otto Schenk nervös macht, hat keinen lebenden Ruhepuls mehr. Kann's nicht sein. Das wäre interessant, du kommst nie an, weil bis der sagt, in drei, na jetzt sind's vorbei. In drei, vor drei. Ja, gut, eigentlich ist die Frage völlig Fingerfahrer. Fingerfahrer. Wenn man mit dem Finger wohin fährt. Ein aus dem Arztwesen, ein Begriff. Jetzt würde uns noch der Facharzt interessieren. Naja, du bist zu jung. Nein. Für Männer ab 40, die wissen sofort, was gemeint ist. Man kann sich den, es geht nur um den Finger, man kann sich, das ist der Patient mit dem Finger, der hat sich, man kann sich doch so den Finger so auskegeln bei einem Fahrer. Dann hat man den berühmten Fingerfahrer, der schmerzt und man der kann sich werden den muss. Finger auskegeln? Ja. Wenn man sieht, dass dein Gegenüber irgendwie so einen kleinen Wauger da auf der Seite hat, beim Nasenrand, und du möchtest ihn in Gesellschaft irgendwie darauf aufmerksam machen, dann macht man ja dann so irgendwie so. Und dann greift der Sigrid auf die falsche Seite. Und vielleicht sagt man dann so, machst du vielleicht einen Finger vorer? Was hast du? Ein Finger vor der Mitte. Ein Wauger? Wauger. Wauger. Rammel. Rammel. Ja, wenn man mir glaubt, ich kannte das Wort Wauger nicht. Wauger hast du nicht kennt? Nein, kannten Sie das alle? Wauger? Ja, klar. Sind groß geworden mit Wauger. Es hat es sogar bei mir noch gegeben. Wir haben es vergessen. Wir haben nichts gehabt. Früher. Der Kanton hat es Wauger. Und Pommes frites dazu. Ja. Ah, vielleicht ist es von einem Kran. Es ist etwas Großes. Ein großer Finger. Ein Fahrer. Da gibt es auch diese Kranfahrer. Und die haben so einen Finger, der wo hinein. Es gibt aber auch den Filigranfahrer. Der macht dann einen ganz kleinen. Den kleinen. So noch gerne. Ja, Mini. Ja. Aber sowas könnte doch ein Fingerfahrer sein. Ja. Also, ich weiß nur, also könnt ihr mir vorstellen, dass jeder von euch schon mal froh war, dass es Fingerfahrer gibt. Nein. Ja. Ich stelle mir so vor, es ist vielleicht du hast dann einen Partner zu Hause, der einen vollen Putzfimmel hat, und du kommst nach Hause von der Arbeit und denkst, jetzt machen wir unseren gemütlichen Abend. Und sie, in meinem Fall wäre es dann eine Sie, die steht dann wie eine Furie da und sagt, du hast schon wieder einen Fingerfahrer gemacht. Ja, ja. Zum Aber Beispiel. Deswegen war ich doch nicht glücklich. Okay. Jeder gesagt, von uns war froh. Macht. Ja, genau. Na, glücklich. Jeder. Aber ich meine, du bist froh. Ich habe nicht gesagt glücklich. Ich habe gesagt, du bist froh, dass es einen gibt. Weil sonst musst du wieder mit dem blöden Bus zum Terminal fahren. Und mehr verrate ich nicht. Mehr verrät uns der Paul aus Oberösterreich. Ja, das ist das. Den Fingerfahrer gibt es an fast jedem Flughafen. Er fährt die Gangway vom Terminal zum Flieger, über die Passagiere dann ein- und aussteigen können. Er fährt den Finger, also der Fingerfahrer. Logisch. Ja, das habe ich gemeint. Ja. Ich mag es nicht, da den Aussteigen nach einem 8-Stunden-Flug oder was, und dann muss mit dem Bus noch einmal und fährst zum Flughafen genauso, vom Flugzeug genauso lang zu fahren. Egal. Dein erstes Ding der Woche. Ta-ta-ta-ta. Wir haben es heute alles das erste Mal. Beim ersten Mal tut's noch weh. Was glaubst du, welche Farbe? Grün.
Na. Jawohl, das ist das Ding der Woche, meine Damen und Herren. Ich darf Ihnen gleich mal via Insert zeigen, wozu das Ding der Woche dient. Und ja, genau. Ja. Genau. Erbsenetui. Dabei einmal. Ich kann es nicht mehr honorieren. Hab schon alles hergegeben. Erbsenpenal, wie Federpenal. Das ist, also ich sag's mal kurz, es ist grün. Erbsenpenal. So, Resse David, du bist... Ach so, ein Blech. Entschuldigung, Erbsenpenal. Ja, du bricht zum Schulanfang. Ich brauche ein Erbsenpenal. Bei Libro. Es ist grün. Radiererbsen. Kannst du jetzt einmal herrschen, das ist ja da ein Wahnsinn. Na, da gibt's eben keine Uhr, fangen wir bei Erbsen. Nein, das interessiert mich nicht. Ja, du hast doch mit Erbsen sonst nichts am Hut. Nein, aber ich habe eine super Erklärung. Das ist, wenn einmal zum Beispiel ein Grünpolitiker aus Clown gehen möchte, dann macht das so. 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 Das erinnert mich aber an eine Zeichentrickfigur. Ah, Politiker, warte. Politiker, die lieren ja viel mehr. Das ist bis dann das zu mir so. Kommt, greife es nicht mehr. Ja, aber es passt wirklich irgendwelche, ich glaube, so, das ist so für ein Diätprogramm. Wenn man sagt, du darfst zwar Montag, knappern. Montag, Dienstag, Mittwoch. Dann, ja. Nein, nein, nur vier Tage. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, du darfst zwar knappern, aber immer nur eine Nuss. Praktisch, ja. Okay. Du nimmst eine Nuss aus. Und am Wochenende aber ganz normal. Nein, also, gar nichts. Hast du drei Kilo Nüsse rein, ja, genau. Nein, das ist... ich glaube, es ist was für die Küche. Glaubst du? Ja. Und zwar... Okay. Ich habe jetzt ein ganz, das ist für ein, wenn du zum Beispiel einen Kochdeckel hast, ja, und du willst aber nicht angreifen, weil oben so heiß ist, dann nimmst du das Ding der Woche, ja, und dann tust du es so und dann kannst du den Deckel so runterheben. Das könntest du theoretisch machen. Ja, das ist ja sicher, so irgendwas ist das, weil, wenn man ganz ist, was für die Küche und. Und unnötig. Und unnötig. Vielleicht ist es ein Liebeskugel-Futteral. Und im gehobenen Swingerclub trägt man es statt dem Stecktuch, damit man sozusagen sich ein bisschen erhängt. Frage. Wo steckst du es ein im Swingerclub? Nein, im Ge- in- Nein, aber... Ja. Wo wir schon also, bei der nächsten Verwendung wären. Ich verkehre nur in gehobenen Häusern, das ist ein Kopf. Ah. Aber nur ist ein Kopf. Also ein Schnurrbartschoner ist es nicht. Dann, ich glaube, es ist ein Lymphknotenimplantat. Kann das sein? Ja, das lasse ich mal gerne einsetzen. Mein Verdacht ist, dass der einst in ein paar Jahren, wenn die Maschinen uns komplett sinnlos gemacht haben werden und alle Arbeit intelligente Maschinen übernommen haben, dann werden die nach so einem Arbeitstag nach Hause gehen und hungern nach ein bisschen Unterhaltung und werden dann zu so einem Automaten gehen und 2 Euro einwerfen und, so eine, und dann wird es rumpeln in den Automaten und unten wird das rauskommen. Und in Zukunft, in der Welt der intelligenten Maschinen, wird das ein Witz sein. Und wir waren die Trendsetter. Wir waren die Trendsetter. Kathi, gibst du deine Dinge, damit wir schön freie Sicht aufs Ding der Woche? Selbstverständlich. Sehr wunderbar. Ich finde, es schaut irgendwie aus wie ein Schoner. Mhm. Ein etwas. Schoner. Ein Schoner. Aber Erbsenschoner. Ein Fingerkuppenschoner. Erbsenschoner. Na, aber ich habe zum Beispiel jetzt gedacht an Schlagzeugsticks oder so, weil das, wenn man da so umeinander gindert, rutscht das ja. Du willst Schlagzeugsticks schonen? Ja. Okay. Also nicht die Sticks, sondern meine Hand. Ach so. Ja, du willst deine Hand schonen. Und dann hast du da einen ziemlich guten Griff mit dem. Ja. Okay. Und da rutscht es auch nicht so weg und die Sticks brennen nicht so, weil das ist ja wirklich... Tut du ja sollst ja auch nicht anzünden. Einfach... tut dir dann einfach weh. Ja. Das ist es nicht. Okay. Dann... Nein, aber das ist nicht... Nein, aber das ist der Hand... Bleib dabei, bleib dabei. Ein Schoner... Darf ich zur Kathi noch was sagen? Beim Schoner, beim Schneiden. Sag zur Kathi was. Kathi. Ja, was ist das so lang? Nein, beim Schneiden. Jetzt kommt's, es kommt. Was beim Schneiden? Was beim Schneiden? Beim Schneiden, dass du die Finger nicht, dass du, also hältst es so und dann kannst du es so schneiden. Das ist dass du die Finger ja, aber, nicht schneidest. Keiner schneidet Nein, so. Du kannst keiner nicht, schneidet du schneidest so. Dir zum Beispiel eine Gurken, ja? Wenn ich jetzt die Gurke schneide. Ja, genau. Wie soll ich das machen? Wo tust du die Gurken? Ja, aber ich muss sie ja halten.
irgendwo, die Gurke. Ja, dann ist halt eine freistehende Gurke. Huch, ja. Ja. Dafür haben wir das schon eine halbe Stunde am Plätzchen gekriegt. Mach das. Und du musst ja auch die Finger beim Schneiden immer nach innen halten und das ja quasi nur. Ja, das interessiert mich nicht mehr jetzt. Das ist schon so viel Plätzchen gekriegt. Das interessiert mich nicht mehr. Darfst du nie so schneiden? Immer so. Nein, ich weiß überhaupt, es ist überhaupt das Synthetische für Sohlen. Und das geben sie dann im Lokal Gästen wie dem Günther, wo sie wissen, der lässt das gerne eh über. Aber sie legen es einfach so auf den Teller. Ich denke, fällt ihm gar nicht auf. Ja, aber das gibt's Schoner, für die Vegetarier. Da bitte bleib beim Schoner. Du bist wirklich du gut. Du hast vorher was gesagt mit Lenkrad, aber das ist, naja, aber es ist warum, ein Handdurchblutungs... Wie du richtig sagst, bei den vier Fingern hast du eine wunderbare Grifffunktion. Ja, total. Ja, genau. So. Absolut. Und was gehen wir jetzt rein? Irgendwelche Schläger sonst. Eine Raupe irgendwas kann man reingeben, wenn man eine Raupe hat, das ja Lieblingstier. Da kommt da ein Schmetterling aus. Ja. Eine Raupe. Ein Instrument, die Triangel, nein. Ja, aber der Schlagzeugstick verändert sich ja jetzt nicht, wenn du ihn benutzt. Du hast ihn in der Hand, ja, und es ist ja nicht so, dass der dann so stark zum Reiben anfängt. Ne? Also, wenn du öfter jemand mit einem Eiszapfen erstichst, ja, und der natürlich schmilzt und dass du ein bisschen einen Griff hast. Ja? Das heißt, ich reibe etwas? Das, was du da hältst, verändert sich. Vollkommen richtig. Ist aber auch kein Eiszapfen. Es verändert sich und tut dir aber irgendwann einmal weh. Ein, ja, ein Baba-Papa-Arretierer. Ich gebe es mal weiter. Danke. Raupentaschel. Nein, nicht Raupentaschel. Bitte bleiben wir bei dem Ansatz. Schoner, in die Kabel. Reibung, Schoner, etwas ja verändert sich. Ja, und das okay ist ein Ding des täglichen Gebrauchs. Aha. Das hat jeder von uns schon mal in der Hand gehabt, bin ich überzeugt ich davon. Mit, doch, ja, außer, naja, vielleicht. Das was nicht. Aber bist das du alter Schowi und schickst immer jemand anderen. Ne? Kaninchen. Nein. Plastiksackerl, Einkaufstaschel. Ah, ah, ein Griff, dass es nicht so einschneidet. Ja, das was, ja, das ist. Günther und Kathi, ich hab nichts mehr. Ich hab nichts mehr. Super. Das ist aber super. Das tut wirklich weh. Ja. Das ist gut. Schauen wir es uns an. Da, ja, schau, wir haben sogar ein Bild, glaube ich. Das haben ist ein Bild? Gut. Haben wir ein Bild oder haben wir kein Bild? Haben wir einen Plastiksackerl? Oh, da ist ja schon. Super. Ja, also diese, das ist diese das beste Ding der Woche. Ja, das ist cool. Ja. Ja. Das werden wir verschwinden lassen. Ja. Ja. Geschätzte Kollegen, es ist schon spät, deswegen meine kurze Frage. Warum müssen Studenten an einer Universität in Bangkok zu manchen Gelegenheiten Schachteln auf ihren Köpfen tragen? Nur die Schirchen, oder? Nein, es ist deswegen, die haben bösartige, charakterlose mit Studentinnen und Studenten, die gerne mit wassergefüllten Bällen auf den Schuss. Wäre mir spontan eingefallen, ich weiß nicht. Ja. Nein, da gibt es ganz kleine Studenten, die dann dem Professor helfen, wenn es dann gilt, die Arbeiten einzusammeln. Und die haben eine Schachtel am Schädel und da legt man es dann ein, wenn er vorbeigeht. Ja. Und der geht dann durch die Reihen durch. Oder stellt auch den Kaffee drauf aber ab, genau. Welche Gelegenheiten sind das, wenn sie geprüft werden, bei einer Prüfung zum Beispiel? Wenn das jetzt nicht ganz schirche, sondern ganz schöne sind. Damit sie nicht abschreiben können, haben sie das auf. Da ist nämlich so wie bei einem Fiakerpferd, das nicht links und rechts fahren kann, haben sie dann so eine Schachtel auf. Können sie nicht abschreiben. Stimmt. Gratuliere, das war die richtige Antwort. Ja. Naja, aber fragen wir mal Klaus Eckel. Fragen wir Klaus Eckel. Fragen wir Klaus Eckel, ob das die richtige ist Antwort ist. Ui, Klaus, ist das richtig, die Antwort? Ich schaue direkt, erwischt den Eckel gleich mit. Klaus, ist das die richtige Antwort? So, Achtung, Klaus Eckel, bitte. Ja, an der Kasetsart-Universität in Bangkok ist das Abschreiben nicht mehr möglich aufgrund dieser großartigen Anti-Schummelschachtel. Und bei besonders hartnäckigen Studenten wurde sogar eingeführt, der Scheuklappen hält, damit sich der Student voll auf seine Arbeit konzentrieren kann. Ja, ja, ja. Warte auf. Das war was gibt es Neues? Das sind alle.
Wir sehen uns wieder nächsten Freitag.